Ja, zweiter Teil, Boos schaut Solmecke. Es geht um die Kuchenfiles. Wir steigen direkt ein. Ein Willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Alex Boos, der nächtliche Anwalt hier aus meiner Küche. Und wir schauen einfach weiter, wo wir aufgehört haben, oder? Ja, das machen wir. Los geht's. Ja, am Freitag den großen Kuchen-TV-Zerstörungsstream Ja, hochgeladen. siehst du, Und wer er hätte hat's es auch so gedacht, es war gesagt. komplett langweilig und inhaltslos. Das Ganze möchte sie, by the way, jetzt jeden Freitag machen. Also, jetzt haben wir erstmal was für die nächsten Jahre, worauf wir uns freuen können. Sie Also irgendwie sieht das dann ja doch noch ganz locker und sympathisch und sagt ja, Ja. soll sie doch hochladen, jeden Freitag ist natürlich auch wieder Content. Und das ist allerdings auch etwas ausführlicher von ihm beleuchtet worden. Schaue ich auch mal rein, vielleicht mit ein bisschen schnellerer Geschwindigkeit, weil es doch eine ganze Menge hier war. Geht es natürlich auch um den Verbot. Es gibt auch Shoyoka-Videos dazu, gell? Nur am Rande. Wurm, den ich auf Instagram mal als Reel benutzt habe. Wir schauen uns das hier einmal ganz kurz an. Und hier wird das Framing so richtig offensichtlich, denn die meiste Zeit werden da die Kommentare darunter kritisiert. Und klar, wie kann ich nur nicht tausende Kommentare am Tag als einzelner Influencer durchgehen und alles, was denen nicht. Ja, das ist die Thematik, dass da sehr viel Rechte dann drunter das eben gefeiert haben, ne? Mir ist mal was Ähnliches passiert, als ich so ein tatsächlich mal, ja, aus Gag oder was, oder ich wollte mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt so im Style eines anderen YouTubers, der irgendwo in Costa Rica hockt, da vielleicht irgendwas über diesen Streik mache. Und es war wirklich schockierend, was da passiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste da sehr, sehr viel weglöschen. Müssen wir wieder hingucken, wie der neue Unsinn drunter steht. Also das ist schon krass, was dann da abgeht, ja. Löschen. Aber Also hier geht es darum, dass er zu dem Sylt-Video auch seinen Senf dazu abgegeben hat. Ich glaube, er fand das alles überzogen, wenn ich das irgendwann mal so am Rande mitbekommen habe. Und dann kamen natürlich die ganzen Nazis oder ja, Rechten, sage ich mal, die darunter kommentiert haben. Und darauf bezieht sich die Kritik, dass er die Kommentare hat stehen lassen. hier wird doch einfach gelogen. Shoyoka behauptet in ihrer Reaction dazu nämlich mehrmals das hier. KuchenTV distanziert sich nicht davon, seine Community distanziert sich nicht davon, sondern es ist einfach, es schwimmt in seiner Community mit und fügt sich dort halt in die Masse ein, weil es nicht auffällt. Und das ist falsch. Ich habe mich davon distanziert. In einem TikTok. Ich habe euch das hier einfach mal zusammengeschnitten und ein bisschen schnell. Also zwei Seiten. Es gab dieses TikTok-Reel, ich weiß nicht, wie man das da nennt dazu. Das ist richtig. Auf der anderen Seite stehen natürlich trotzdem die Kommentare da. Oder waren lange Zeit noch drunter. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch drunter stehen. Ja, aber als diese Kuchenfallseite erstellt hat, haben die gesagt, 2 Monate danach war es immer noch abrufbar. Ja, schauen wir mal. Lassen. Das Ganze war von mir natürlich nur als Joke gemeint. Was ich allerdings nicht gedacht habe, ist, dass es tatsächlich sehr, sehr viele rechte Spinner gibt, die sich jetzt aufgrund dieses Memes irgendwie bestärkt fühlen, irgendwie sagen, haha, so sympathisch, oder die auch so Dinge schreiben wie Deutschland den Deutschen. Ist natürlich immer schwer zu sagen, was jetzt Ironie ist oder nicht, aber deswegen will ich hier auf jeden Fall nochmal ein klares Statement abgeben. Kein Mensch kann irgendwas für seine Herkunft, Nationalität, für seine Hautfarbe, und mir ist es auch scheißegal, wo auf dieser Welt du zufällig geboren worden bist. Wenn du ein respektvoller Mensch bist, dann sei gerne in Deutschland, leb hier, hab deinen Spaß, bau hier deine Zukunft auf, und dann gehörst du für mich auch genauso in dieses Land wie jeder andere, der zufällig hier geboren ist. Und für euch ist es vielleicht in den meisten Fällen Ironie oder lustig, ihr meint es ja gar nicht so, aber was denkt ihr, wie sich tatsächlich irgendwelche Ausländer dann im Club fühlen, die vielleicht sowieso schon die ganze Zeit diskriminiert werden, die Rassismuserfahrungen machen, und selbst wenn es nur aus Joke ist, stehen auf einmal voll viele Deutsche, die dann sowas singen. Da fühlt man sich scheiße. Ihr würdet euch da genauso scheiße fühlen. Rassismus hat ja einfach überhaupt nichts zu suchen. Kein Schritt nach rechts. Lasst es bitte einfach. Und wenn ihr mich jetzt abonniert habt, weil ihr denkt, boah, KuchenTV ist einer von uns, der ist ja voll rechts, dann verpisst euch bitte. Keiner möchte euch hier haben. Hä? Das ist ja komisch. Das wird auf der ganzen Seite irgendwie gar nicht gezeigt, dass es dieses Ding. Also tatsächlich haben wir jetzt bei Kuchenfiles die Situation, dass da einige rechte Postings rausgezogen worden sind, die zu seinem, ja, besser oder schlechter gelungenen Witz zu dem Sylt-Video gekommen sind. Das waren vor allen Dingen rechte Postings und gesagt worden ist, guckt mal, er distanziert sich nicht davon, aber in Wirklichkeit zeigt er hier, natürlich, es gab sogar eine sehr ausführliche Distanzierung, die ihr gerade gesehen habt. Statement gibt und ich mich klar von solchen Kommentaren auch distanziert habe. So als ob das nur ganz zufällig weggelassen wurde, weil es nicht in das eigene Narrativ gegen mich passt. Und guckt euch bitte. Und das ist natürlich eine Problematik, wenn man von dem Statement wusste auf der Seite Kuchenfiles und das dann bewusst nicht erwähnt. Ja, dann kann man natürlich hier auch sagen, also man sah das jetzt. Gott, mal gucken. Ich habe ja gesagt, mittlerweile ist das aktualisiert. Nachdem er auf der Plattform TikTok für dieses Video kritisiert wurde, löschte er es wenige Tage nach der Veröffentlichung und gab am 16. November eine Erklärung ab, die er nur auf TikTok veröffentlichte. Auf Instagram und Facebook löschte er das Video nicht und veröffentlichte keine Erklärung. Also inzwischen ist es angepasst. Warum wurde das Statement von KuchenTV nicht erwähnt? Und dann habe ich vorhin schon mal sinngemäß vorgelegt, weil er eben, also aus Sicht derer, sich nicht belastbar distanziert hätte, sondern weil er gesagt hat, das wäre halt nur ein Joke gewesen. Und das stellen die jetzt wieder als Non-Pology dar, also kein Fehlereingeständnis enthalten oder sonst was. Ja.
Will jetzt gar nicht weiter bewerten. Es wäre natürlich besser gewesen, es wäre vorher schon da gewesen, da muss ich zugeben. Wo ist denn der ursprüngliche Artikel? Ah, hier. Da ist das. Und da geht es dann um diese ganzen Kommentare. Hier, alle Folgen gezeigten Kommentare waren 2 Monate nach der Veröffentlichung noch abrufbar. Und dann kommen viele rechte Kommentare. Und dann kommt aber meines Wissens nichts mehr dazu. Es geht hier wirklich tatsächlich nur um Kommentare. Identitäre Bewegung, haben wohl Leute drunter kommentiert. Und dann ist das hier aktualisiert, 12. August, das ist übrigens der Tag, an dem Solmecke sein Video hochgeladen hat. Also das hat sich gerade so wohl überschnitten, weil, glaube ich, auch weil dieses Kuchen-TV-Video ja schon da war, ja, wo er das auch gesagt hat. Und daraufhin haben die das dann hier drauf genommen. Ja. Aber trotzdem wäre natürlich gut gewesen, es wäre vorher da gewesen, gebe ich recht. Ja, okay, aber sonst ist hier eigentlich jetzt wenig gesagt. Da steht ja auch nicht, er distanziert sich nicht. Nö, nix da. Also so hat Kuchenfalls das gemacht. Heimatliebe ist kein Verbrechen. Sing doch unser Land, unsere Regeln. Eher Ausländer raus, Ausländer raus, Ausländer raus, Deutschland also, den Deutschen und so weiter. Also da war wirklich viel Nazi-rechter Dreck drunter unter seinem, ja, vielleicht nicht ganz so gelungenen Posting. Hier, wie ich mich zusammenreißen muss, nicht den verbotenen Ohrwurm zu singen. Ja, also da kann man drüber streiten, wie man den Witz jetzt findet, ja, aber darunter kam eben eindeutiger. Ich folge daraus, Christian Solmecke fand es auch eher so mittel, ja. Ja, also mal zu dieser Sache, ich meine, er hat super viele Kommentare und so, das verstehe ich alles, natürlich solltest du so den größten Mist dann natürlich trotzdem irgendwann mal rauslöschen, ja. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele Kommentare er hat, also keine Ahnung, ob das dann noch geht, ich komme ja jetzt schon kaum hinterher. Aber bei sowas, ja, kann man sich, also ich hätte wahrscheinlich mir schon gedacht, deshalb muss ich auch nochmal unter dieses andere Video gucken, was da sich inzwischen wieder angesammelt hat an schlimmen Dingen. Und dann muss man es natürlich rauslöschen, finde ich jetzt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt noch da ist oder nicht. Hier stand ja nur 2 Monate danach, war es noch abrufbar. Ob das jetzt noch da ist, keine Ahnung. Scheiß. Und jetzt wird in Kuchenfalls so getan, als wenn er sich davon nie distanziert hätte und als wenn er sich das vielleicht sogar zu eigen gemacht hätte. Und wenn man allerdings weiß, dass er sich distanziert hat, dann könnte das sogar eine Straftat sein, nämlich eine Verleumdung. So zu tun, als wenn er hier die Rechten noch unterstützen würde. Das finde ich jetzt, das kann ich jetzt rechtlich wieder nicht mitgehen. Die Seite, wir haben es uns eben angeguckt. Der nur die Kommentare gezeigt. Gut, er kennt jetzt die Distanzierungsgeschichte noch nicht. Also unterstellen wir mal, die Distanzierung wäre noch nicht da gewesen. Aber der Rechte unterstützt steht dort nicht. Es steht halt, dass sich unter dem Video viele rechte Kommentare finden, gell? Also unterstützen? Nein. Nichts löscht, ja. Das könnte eine Verleumdung tatsächlich darstellen. Und natürlich hätte er dann auch Schadenersatzanspruch. Die Rechten noch unterstützen würde, indem er nichts löscht. Ja, das könnte eine Verleumdung tatsächlich. Aber das ist auf der Seite nicht geäußert. Ihr könnt gerne gucken, teilt es mir mit, wenn da steht, er unterstützt die Rechten, indem er nichts löscht. Und Joyoka sagte, er distanziert sich nicht, es schwimmt auf seinem Kanal ebenso mit. Es geht ja jetzt hier um die Strafbarkeit des Seitenbetreibers, aber kann ich nicht mitgehen. Also das ist so da nicht geäußert. Ich habe es zumindest nicht gesehen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Darstellen. Und natürlich hätte er dann auch Schadenersatzansprüche, wenn er das geltend machen würde. Wenn das so gesagt worden wäre, gebe ich mir recht, aber das habe ich jetzt auf dieser Seite nicht gefunden, dass es da steht, dass er die unterstützt, indem er die Kommentare nicht löscht. Wir gucken nochmal. Nö. Nö, ich finde dazu nichts. Sorry. Also das ist dann, wie sagt man im Jurastudium, Sachverhalt überdehnt. Ich weiß nicht, ob er jetzt tatsächlich gegen Kuchenfalls auch vorgehen möchte, aber diese Darstellung machen? In eine Sicht der Dinge, ich bin hier der Letzte, der unbedingt Kuchen-TV hochloben lässt, der hat auch genügend Mist gebaut, aber in dem Punkt muss ich ihm recht geben, es geht natürlich nicht, dass man nur eine einseitige Darstellung
macht und dann die Hälfte weglässt. Also, ja, das ist richtig. Auch aus sowas könntest du in strafrechtlich relevanten Bereich kommen. Also wenn du das jetzt, wenn du jetzt sagst, er distanziert sich nicht, er löscht Kommentare nicht und dann hat er das aber doch gemacht, als Beispiel jetzt, oder er hatte dann doch diese Distanzierung gemacht, dann zeichnet das natürlich ein sehr einseitiges Bild und das geht dann nicht. Aber ich sage es nochmal, diese Aussage unterstützt Rechte habe ich auf dieser Seite jetzt in diesem Artikel, auf den er da Bezug nimmt, zumindest nicht gefunden. Also könnte mir ja gern meine Dummheit dann zeigen, wo ich es vielleicht übersehen habe. Aber ich habe es jetzt halt nicht gesehen und ich habe es jetzt zweimal angeguckt, vorhin nochmal auf dem Handy. Ja, und wie gesagt, mittlerweile auch, und das wäre natürlich wichtig gewesen, dass man gleich dieses distanzierende Ding da darstellt, was aber, muss man aufpassen, nur auf TikTok zu sehen war, wo dann auch die eine Version gelöscht war. Auf Instagram und Facebook blieb es dann wohl stehen. Na? Aber klar, man muss schon vollständig darstellen. Ja. Aber ich sehe das jetzt hier nicht mit Verleumdung an dem Beispiel, das Solmecke gebracht hat. Das funktioniert nicht. Wobei, wenn ich eine Seite mache, Kuchenfalls und Kuchen TV zu zerstören, ist schon klar, warum man da dann auch... Ist das wieder mit dem Zerstören? Also das wird so hineininterpretiert. Kann ja auch sein, dass die das damit wollen, aber ich lese das halt dort nicht. Ja. Ich sag's nochmal, dass das so einen Nebeneffekt hat, ihn negativ dastehen zu lassen, das ist ja unbestritten. Aber da ist für mich schon noch ein Unterschied, und ich bin großer Sprachfanatiker in dieser Hinsicht, weil Juristen da immer sehr genau arbeiten. Das ist schon noch ein Unterschied zwischen zerstören oder Leben kaputt machen und so weiter, ja, oder was man da sonst für Synonyme verwenden möchte. Also muss man aufpassen, denke ich. Weglässt. Und dann gibt es natürlich tatsächlich auch noch diese Schiedsrichtergeschichte. Da hat er auch was zu gesagt, weil er nämlich glaubt, einfach, es werden ständig Sachen aus dem Kontext gerissen. Gucken wir auch mal kurz rein. Community, by the way, sogar angesprungen ist. Leute haben sich dann tatsächlich beim Schiri-Verband gemeldet. Die meinten aber auch, ey, das ist denen komplett egal. Es war klar, dass sowas passiert, denn logischerweise werden sich ja eher Leute melden, die was gegen mich haben, als welche, die mich mögen. Aber bitte nervt die jetzt nicht, lasst die einfach in Ruhe und genießt meine Schiedsrichterspiele in Zukunft. Aber überhaupt so ekelhaft zu... Also offenbar gab es... Ja, also da dann anzurufen und sowas, das ist natürlich völlig Banane. Ja, darüber braucht man, glaube ich, auch nicht reden. Weil klar war, er ist auch Schiedsrichter, Beschwerden beim Schiedsrichterverband. Ja, beschweren kann sich jeder, ist rechtlich nichts gegen einzuwenden. Der Schiedsrichterverband muss dann selber entscheiden, ob er Tim da weiter noch als Schiedsrichter einsetzt, scheint der Fall zu sein. Versuchen, das Privatleben und auch meine zukünftigen Werbepartner damit reinzuziehen, um mir mein komplettes Leben so hart zu zerstören, wie es einfach nur geht, mit dem Wissen, dass ich Sorge... Versuche, Werbepartner damit reinzuziehen, das bezieht sich aber nur auf die Aussage, die wir vorhin gesehen haben. Und da habe ich ja auch was dazu gesagt. Aber ich sage es nochmal, natürlich kann das ein negativer Effekt von so einer Seite sein. Ja, das ist nicht zu bestreiten. Und ein Kritikpunkt von Shoyoka ist ja auch, dass er monetarisiert ist und dass Werbepartner etc. sowas mitgehen. Also ich sage das so sinngemäß, wie ich das verstehe. Ja, bitte nicht. Wenn ich was falsch gesagt habe, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ich was falsch gesagt habe, schreibt es mir einfach in die Kommentare oder ruft mich an. Ja, und ja gut, gucken wir mal weiter. Einen 4-jährigen Sohn trage, ist meiner Meinung nach von Shoyoka an Respektlosigkeit einfach nicht mehr zu überbieten. Finde ich jetzt persönlich wieder ein bisschen zu viel auf die Tränendrüse gedrückt, wenn man den 4-jährigen Sohn da reinzieht. Er teilt ja auch hart aus. Wobei ich auch dazu sagen muss, das, was da auf Kuchenfiles passiert, dass man versucht, jemanden kaputt zu machen, geht an ein... Das ist auch wieder so ein Begriff, kaputt machen. Ich habe schon 100-mal was dazu gesagt jetzt in dem Video. Also ich mag diese Wortwahl nicht. Stellen auch über die Meinungsfreiheit hinaus. Aber hier sagen, hier, ich habe einen 4-jährigen Sohn, tut mir nichts. Ja, finde ich persönlich, so eine Karte würde ich jetzt an seiner Stelle nicht unbedingt ziehen. Ja, würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Aber gut, das ist jedem selber überlassen. Christian Solmecke findet es auch eher so mittel. Aber ja, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wesentlich. Ist schon fast ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Muss allerdings jeder für sich selber wissen, wie weit er da geht und die Familie mit. Typischer Anwalt. Stellt euch einfach mal vor, dass wir so eine Seite über Shoyoka gemacht hätten oder einen eigenen YouTube-Kanal gründen würden. Aber wir, stimmt, ist ja jetzt nicht ganz passend vom Vergleich her, gell? Aber klar, ich weiß, was er meint. Wenn jemand anders jetzt eine Seite über Shoyoka gemacht hätte, so könnte man es dann sehen, ja. Wo jeden Tag Videos gegen sie online kommen würden, dann wäre hier aber ganz schön die Hölle los. Gut, jetzt muss man aber auch da wieder richtig stellen. Den Kanal oder Kuchenfalls hat ja nicht Shoyoka gemacht, sondern irgendjemand,
von dem er jetzt offenbar weiß. Aber wir denken ein bisschen ähnlich. Das ist, der könnte sich strafbar gemacht haben, habe ich gerade dargestellt, Verleumdung und Verstoß gegen Impressumspflicht, möglicherweise auch gegen das Kunsturheberrechtsgesetz, Persönlichkeitsrechtsverletzung und. Also da ist sicherlich einiges drin. Da ist einiges drin, wir haben jetzt die Kiste mit den Fotos gehabt, was sehr, sehr strittig ist. Wir hatten die Kiste mit Verleumdung, die ich nicht teilen konnte, weil der Sachverhalt so nicht war auf der Seite. Persönlichkeitsrecht bezieht er wohl auf die Geschichte mit der Schiedsrichtersache, da habe ich was zu gesagt. Selbstöffnung halte ich auch für, also zumindest diskutabel. Na, also finde ich alles ein bisschen dünn, nicht bös gemeint. Ja. Zwei Juristen, vier Meinungen, aber ist halt so. Man, ich könnte hier stundenlang über jeden einzelnen Post von Kuchenfalls sprechen. Da wird also teilweise gehetzt, da wird einseitig berichtet, da werden Dinge weggelassen. Ja, also ist... Also ich habe nicht jeden einzelnen Artikel davon gelesen. Kann ich jetzt wirklich nichts zu sagen. Er sagt jetzt, da wird gehetzt, werden Dinge weggelassen. In dem einen war das weggelassen mit der Distanzierung, das ist richtig. Da müsste man sich jetzt wirklich mit jedem befassen. Das hat er natürlich jetzt hier auch nicht gemacht, ja. Juristisch klar angreifbar, das weiß der Betreiber auch, deswegen hat das Impressum höchstwahrscheinlich auch weggelassen. Also. Ja, ist eine Vermutung, aber ich sag mal so, klar, Seiten, die ohne Impressum agieren, die wissen natürlich in der Regel oder oft schon, warum sie das machen. Du bist natürlich gerichtlich dann erstmal nicht greifbar. Ja, ich habe aber auch was dazu gesagt, man könnte das auch über ein Impressum irgendwie übers Ausland regeln oder sowas, da gibt es schon Mittel und Wege. Dann hätte man das Problem mit der Impressumspflicht nicht mehr. Aber du hast dann halt irgendwo einen Briefkasten oder sowas. Und dann ist auch die Frage, kommst du an die Hintermänner ran oder so? Also deshalb sage ich, es gibt viele Impressumsgeschichten auch auf YouTube, die dann am Schluss ins Leere laufen. Ja, leider. Das ist so. Seite selbst ist nicht grundsätzlich illegal, aber ein Großteil der Blogs könnte man angreifen. Keine Ahnung, wenn es Tim zu viel wird, wird er wahrscheinlich auch dagegen schießen. Er hat ja auch keine Probleme damit, Anwälte einzuschalten. Gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Was man natürlich sagen muss, für Shuyoka, beste Steilvorlage. Damit ist der Content für jeden Freitag gesichert. Ich gucke mal, wie das mit den Streithähnen hier so weitergeht. Bin gespannt. Ihr könnt mal eure Meinung dazu äußern. Das geht ja schon eine ganze Weile. Moment, wo ist denn diese eine Frage jetzt beantwortet? Wollte er nicht noch drauf hinaus, was das für Shuyoka bedeutet? Boah, ist doch snackable Content für YouTube. Beef zwischen zwei YouTubern, schauen wir mal gerne. Oder sagt ihr, jetzt ist echt so ein Punkt erreicht, es nervt, dass die beiden sich da nur noch zoffen. Und ja, warum muss das in der Öffentlichkeit sein? Soll die doch mal telefonieren und sich aussprechen? Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich danke euch an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen. Alles klar. Gucken gerade nochmal vorne rein. Sie sagt, klar, ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun, aber sie produziert Reactions, die natürlich auch im Internet zu finden sind und die Reactions sehen so aus. Wir schauen uns Kuchenfalls mal genauer anschauen, ob es überhaupt so eine Webseite geben darf, ob die vielleicht illegal ist und ob die Reaktionen von Shuyoka darauf so in Ordnung sind. Ja, also die Frage, ob die Reaktionen in Ordnung sind, hat er nicht beantwortet. Er hat nur gesagt, sie produziert Reactions, dann kam aber nichts mehr dazu. Und ja, ansonsten habe ich, glaube ich, meine Meinung dazu gesagt. Ich mag halt die Wortwahl nicht so und auch diesen Titel Zerstörung und so weiter. Also keine Ahnung, die Gründe, die sie jetzt genannt hatte, das sind jetzt, die hatte sie genannt. Hier werden jetzt andere Gründe genannt. Keine Ahnung. Also ich sehe rein strafrechtlich jetzt ehrlich gesagt, wie gesagt, das war mir zu dünn, was er da gesagt hat. Vielleicht findet sich da in anderen Blogbeiträgen was. Aber da müssen wir dann in die anderen Sachen gucken. Also Stand jetzt kann ich dazu nicht sagen. Ich teile die Meinung hier nicht zu dieser Verleumdungsgeschichte. Sogar der Titel heißt ja, machen sich Shuyoka und Betreiber strafbar. Also dann offensichtlich nein. Und inwiefern das Shuyoka machen sollte, dann müsste sie es quasi reproduzieren, sich zu eigen machen. Das wäre möglich durch ein solches Reaction-Video, wenn man die Meinung übernimmt und eben nicht klar macht, das ist nicht meine Meinung, sondern das lese ich halt hier und ich sehe es dann anders. Ja, aber wie gesagt, da gilt ja das Gleiche dann, was ich zu dem Betreiber gesagt habe. Und da war der Punkt, den Solmecke gebracht hat, nämlich er würde Rechte unterstützen, weil er Kommentare nicht löscht, das konnte ich halt auf der Seite jetzt nicht finden. Aber vielleicht ist es auch my fault, dann, weil ich es nicht gesehen habe. Ja, also so ist das. Clickbait vom Feinsten hier. Zerstörungswebsite gegen Kuchen.tv. Also wie gesagt, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Die beiden kämpfen mit harten Bandagen.
Das haben auch schon Gerichte so festgestellt, beziehungsweise Landgericht Braunschweig hatte das mal so gesagt, das ist ein Zitat, führen eine Auseinandersetzung mit harten Bandagen. Ich begrüße so eine Seite nicht, aber ich sehe jetzt rechtlich auch, zumindest strafrechtlich, erstmal keine Probleme. Inhaltlich kann das sicherlich anders sein, aber dann müsste man auch hier die einzelnen Sachen angucken und Verstoß gegen Impressumspflicht macht es natürlich nicht leichter, sowas dann durchzusetzen. Ja, wobei bei diesen Sachen, jetzt nur diesen einen Artikel haben wir uns heute angeguckt, da habe ich jetzt nichts gesehen, was jetzt irgendwie nach Unterlassung schreit. Ausnahme wäre vielleicht die Bilder, ja, KUG oder Urheberrecht. Ja, also an dieser Stelle bisher nichts drin. Aber GoTV selbst hat sich ja mit anderen dieser Artikel auch auseinandergesetzt und gibt es ja auch mehr und Shoyuka hat auch solche Artikel vorgelesen. Da können wir ja dann gerne mal reingucken und können das da bewerten. Aber das mit etwas Abstand und Zeit. Ja, denn ich habe auch noch andere Sachen. Also das war mein Video zu Christian Solmecke. Ich konnte ihm in vielen Punkten nicht zustimmen. Tut mir leid. Trotzdem Grüße nach Köln. Vielen Dank für das Video. Wir sehen uns demnächst. Und ciao.